Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Pick-a-Pie von mir. Und heute geht es darum, rauszufinden, was tief im Innern vielleicht an die Oberfläche kommen möchte. Manchmal ist es ja so, man weiß schon ein bisschen, wie man tickt, man weiß, was irgendwo in einem schlummert, aber manchmal braucht man dann doch irgendwo eine Bestätigung. Man hat vielleicht niemanden im Umkreis, der einem das bestätigen kann, der es vielleicht jetzt nicht so fühlt, der vielleicht mit seinem eigenen Kram zu tun hat. Es ist ja nicht immer böswillig von jedem gemeint, aber manchmal braucht man einfach, dass jemand sagt, ja, go for it, mach es oder genauso bist du richtig oder genau das steckt in dir und genauso soll es in Zukunft auch für dich weitergehen. Und wir gucken mal, was denn da bei dir benannt werden soll, rausgefunden werden soll. Und ja, du hast die Wahl zwischen 4 verschiedenen Piles. Wir fangen an mit Pile Nummer 1, das ist mit dem Tigereisen. Pile Nummer 2 haben wir den roten Jaspis. Pile Nummer 3 haben wir den Malachit. Und Pile Nummer 4 haben wir den Baumachat. Ich gebe dir jetzt die Auswahlmeditation, dass du ein bisschen nicht reinfühlen kannst, zu welchem Pile du dich hingezogen fühlst. Packe die Timestamps in die Infobox und je nachdem, zu welchem Pile du dich hingezogen fühlst, kannst du das anklicken. Und wie gesagt, du kannst auch mehrere auswählen. Es kann aber auch sein, dass irgendeiner dich nicht anspringt. Aber ja, wir sehen uns dann gleich im entsprechenden Pile. Bis gleich. Hallo, Pile Nummer 1, ihr habt das Tigereisen gewählt und wir gucken mal, was bei euch hier rauskommen soll. Okay, vielleicht ist es etwas, was ihr eigentlich schon wisst, aber ich soll euch jetzt schon wieder die Bestätigung dafür geben, ihr kommt nicht vom Planet Erde. Also ihr seid definitiv Besucher, ihr seid Reisende und eure Herkunft ist definitiv teilweise Orion, manche von euch aus Mintaken, ich spüre aber auch Plejaden, ich spüre mehrere Energien. Ihr sollt einfach nur verstehen, ihr habt schon mal zu einer Zeit gelebt, wo zum Beispiel Ägypten sehr, sehr wichtig war, wo auch Ägypten unter Wasser war, wo das sozusagen gar keine Wüste in dem Sinne war, sondern wie der Meeresboden. Und ihr kennt die Erde auch in anderen Zuständen, in anderen Phasen. Und die Phase, in der ihr jetzt gerade seid, die verwirrt euch manchmal ein bisschen, weil das, wie es hier gerade läuft, ist nicht ganz so euers. Und ihr sollt diese Anteile oder dass ihr Dinge merkwürdig findet oder dass ihr mit Dingen nicht zurechtkommt, das sollt ihr akzeptieren, das sollt ihr annehmen, das sollt ihr nicht an euch ablehnen, ihr sollt euch nicht denken, ihr seid vielleicht zu kritisch oder zu nörgelig oder vielleicht habt ihr nur noch nicht das Richtige gefunden. Nein, ihr sollt verstehen, ihr kennt die Welt anders, ihr wart schon da, als die Welt anders war. Und ihr dürft diesem Gefühl vertrauen, ihr sollt euch da nicht so anzweifeln. Auch partnerschaftlich kann es sein, dass ihr merkt, dass einfach wie Partnerschaften heutzutage geführt werden, sie einfach teilweise nicht dem entsprechen, wie du das eigentlich für dich fühlen würdest, wie du das auch auf anderen Planeten schon gehabt hast. Du merkst, dass hier viele Partnerschaften nicht unbedingt auf wahren Verbindungen beruhen, sondern teilweise auf zusammen sein wollen, nicht alleine sein wollen, sich was aufbauen wollen, aber da sind nicht wirkliche Seelenverbindungen oder nicht wirkliche, könnte man sagen, Bereicherungs-
Verbindungen, sondern sind eher oft nutznießerische Verbindungen und du spürst, dass das einfach nicht dein Ding ist. Du bist so jemand, du willst jemanden haben, der genauso tickt wie du, der dich versteht, mit dem du wie zusammen im Spielkasten spielen kannst und du merkst, dass da ganz viele mit dir nicht spielen können oder auch nicht wollen, also vor allen Dingen können, weil sie eben seelentechnisch nicht diese Energie haben, die du brauchst. Und es kann sein, dass es dich in diesem Leben manchmal einsam macht, dich durch lange Single-Phasen bringt oder oft schon vielleicht Phasen hattest, wo du in einer Beziehung dich auch alleine fühlst und dass du da nicht denken sollst, dass was mit dir falsch ist, dass du nicht richtig tickst, genauso wie bei dem Thema, sondern dass du das wieder annimmst und verstehst, okay, ich kenne das von was anderem. Ich lerne damit jetzt zwar besser umzugehen, aber ich werde auch akzeptieren müssen, dass ich das gerade momentan nicht ummodeln kann, aber dass du dich eben auch nicht dafür abstrafst, dass vielleicht gerade irgendwas vielleicht nicht klappt oder so. Ja, du fühlst es eigentlich, du bist gerade auf dem Weg, man könnte fast sagen, der Besserung. Da sind einige Sachen, die in deinem Leben auf die Sonne zulaufen. Da werden Dinge besser, leichter, schöner. Auch wenn du dir das vielleicht nicht vorstellen kannst, du sollst diesen Gefühlen vertrauen, du sollst auch das wieder nicht ablehnen. Du sollst hier diese Bestätigung bekommen, dass die Dinge, die du ahnst, auch in Kraft treten werden. Hab da ein bisschen Geduld. Und vor allen Dingen sorge nicht durch vielleicht kritisches Denken oder ungeduldiges Denken dafür, dass die Sachen sich vielleicht noch länger rauszögern. Ja, du bist jemand, der kann Dinge sehr gut durchschauen. Also falls irgendjemand vielleicht sagt, oh, hör auf, so kritisch zu sein oder hör auf, so zu nörgeln oder was hast du denn jetzt schon wieder oder warum bist du denn so mäklig, so pingelig? Nein, du durchschaust viele Dinge, du erkennst viele Dinge und du kriegst Missstände mit und das ist ein Talent, das ist keine Bürde, es ist ein Talent und für viele Leute ist das eine Bürde, weil sie nicht hingucken wollen, weil sie es als schwer empfinden und weil sie es als belastend empfinden und dir dann das Gefühl geben, dass du belastend bist, aber eigentlich sind sie nur zu faul. Ja, du darfst aber auch spielen. Ja, so sehr wie du Kritik üben kannst, so sehr wie du Dinge erkennst und durchschaust, darfst du aber auch spielen, weil das ist manchmal der Kampf, den man hat, wenn man zum Beispiel mitkriegt, oh Gott, zu viel Müll, zu viel das und hier Tierversuche und da wieder werden Tiere geschlachtet und alles Mögliche. Und du kommst vielleicht an einen Punkt, wo du denkst, die Welt ist dir zu viel und dann erlaubst du dir auch nichts. Du willst vielleicht nur noch am liebsten Fairtrade-Produkte kaufen, nur noch Bio, nur noch alles irgendwie gerecht und du kriegst mit, in dieser Welt funktioniert das nicht. Du musst teilweise Dinge kaufen oder benutzt Dinge, die nicht immer alle akkurat und fair und irgendwas laufen, weil du sonst nicht überleben könntest. Du kannst vielleicht was weiß ich, bestimmte Energiequellen nicht anders beziehen. Dann bitte straf dich nicht dafür ab. Ja, du bist auch hergekommen, um auch ein Teil Mensch zu sein. Das heißt jetzt nicht, du willst irgendjemand schaden, aber du sollst dich auch selbst dafür nicht bestrafen, vielleicht nicht immer alles richtig zu machen oder nicht alles akkurat zu machen. Weil in dir ist so ein Lehrer, so ein Wissender verankert, der gerne Dinge vorwärts bringen möchte. Und ich glaube, du gibst dir manchmal das Schuldgefühl, dass wenn du zu viel Spaß hast oder Dinge spielerisch für dich laufen, dass du vielleicht nicht ernst genug warst oder vielleicht hat in deinem Leben dir auch schon jemand auf die Stirn getackert, so ungefähr, du hast vernünftig zu sein, weil du bist ja klug oder du bist derjenige, der reasonable ist, also der vernünftig ist und du hast das immer zu sein und du darfst aus der Rolle nicht rauskommen und du darfst niemals der verspielte, lachende, lustige Mensch sein und lasse diesen Stempel nicht aufbürden. Du darfst alle Facetten haben, du darfst kritisch sein, aber du darfst genauso auch mal Dinge locker sehen, die Äuglein zudrücken und für dich in dem Moment leben. Auch weil ich kenne so Menschen, die wollen immer so vehement mit dem Kopf durch die Wand und die wollen, dass die Welt von heute auf morgen besser ist und die vergessen zu atmen, die vergessen zu leben und die vergessen zu lieben. Und ihre Frustration bringt weder sie selbst noch andere in dem Moment weiter. Und das soll ich dir nur sagen, dass diese Energie bei dir ruhig freigesetzt werden darf, dass du mehr spielen darfst. Ja, du bist unheimlich reflektiert. Die Reflektierten ja. Reflektiert. Das heißt, also wie das Durchschauen, du kriegst mit, wie du tickst, du kannst sehr schnell auch mitkriegen, ja, wo du vielleicht zu forsch warst oder wo du vielleicht nicht hingeguckt hast oder wo die Fehler bei dir liegen. Es kann eben manchmal auch kannst dazu neigen, zu hart mit dir zu sein, aber du versuchst und gibst immer dein Bestes und du darfst, und das soll ich ja auch, du darfst auch Fehler machen. Ja, du darfst Dinge auch mal nicht können und du musst nicht immer der oder die Klügste sein. Du darfst auch mal dumm sein und du darfst Dinge nicht wissen und
Du darfst nicht, musst nicht immer alles vorausahnen können und müssen. Dinge dürfen auch überraschend kommen. Dinge dürfen dich auch mal überrumpeln. Du musst nicht immer eine Armee in dir tragen, die dich die ganze Zeit beschützt und die alles hätte kommen sehen müssen, sondern du darfst auch leben und auch die Dinge auf dich zukommen lassen. Und weil du bist so jemand, der trägt sehr viel Energie und Liebe und Kraft in sich und der kann viele Dinge transformieren und umwandeln. Und das passiert meistens immer dann, wenn du eigentlich gar nicht damit rechnest oder es gar nicht willst oder gar nicht den Fokus drauf hast und wo du eher entspannter bist und lockerer bist. Und deswegen das Reflektieren ist das eine, dass es dir hilft und dass es dich auch näher zu dir bringt, aber gleichzeitig kann es dich manchmal auch verbissen machen, wenn du zu viel reflektierst und zu viel überanalysierst und zu sehr an dir rumdokterst, dann wirst du manchmal wie so ein Doktor bei dir selbst, der ja jetzt die eine und die nächste Untersuchung macht und irgendwann ist gar keine Energie mehr da und du sollst halt da auch ein bisschen lockerer lassen. Und du bist doch jemand, das Gefühl habe ich aber, dass du irgendwie, ich würde fast sagen, Verlangen in anderen hervorrufst. Du selbst hast Verlangen, vielleicht nach einer besseren Welt, nach einer schönen Beziehung, nach einer Gemeinsamkeit mit anderen, nach einer Gemeinschaft. Und du löst aber parallel auch das Verlangen in anderen Menschen aus. Es ist fast so, als ob deine Energie auch was in den anderen Menschen bewirken wird. Und du sollst einfach nur Geduld haben, weil das wird auch in der Zukunft was bei anderen bewirken, auch wenn es nicht im ersten Moment total sichtbar und total deutlich ist. Das braucht seine Zeit. Menschen sind sehr lahm und sehr schwer mit ihrer Energie und die Erde ist auch recht träge und da braucht es ein bisschen Zeit, damit deine Energie hier was in Fahrt bringt. Und wenn viele von deiner Art hier an sich glauben und ihre Energie ausströmen, dann wird es schneller vorwärts gehen. Aber du musst eben auch das Vertrauen haben, dass es viele auch noch gibt, die ähnlich ticken wie du. Und du musst auch nicht alles alleine machen. Ja, du musst auf gar keinen Fall alles alleine machen. Du darfst einfach vertrauen, dass es da welche gibt, die mit dir schwingungsgleich sind und mit dir gemeinsam einen Fortschritt auf dieser Erde wollen. Und teilweise sind das Seelen, die du gar nicht kennst, die du niemals treffen wirst, mit denen du niemals in Berührung kommen wirst, aber du spürst, dass sie hier sind. Okay, meine Lieben, das war's zu Pi Nummer 1. Falls du dich noch zu einem anderen Pi hingezogen fühlst, schau dir den sehr gerne an. Falls du ein Reading bei mir buchen willst, dann schau auf meine Website. Und falls du mir eine Spende zukommen lassen willst, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox oder auf meiner Website. Wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis dann. Hallo, Pi Nummer 2, ihr habt den roten Jaspis gewählt und wir gucken mal, was bei dir durchkommen soll. Also du sollst dir keine Gedanken machen, wenn es mal darum geht, ein bisschen rumzufaulenzen, mal ein bisschen mehr zu entspannen. Du sollst dich nicht schlecht fühlen, du sollst dich auch nicht schlecht fühlen, wenn du mal in der Phase der Arbeitslosigkeit bist, im Krankenstand bist. Vielleicht Mutterschaftsurlaub oder Auszeit halt genommen hast oder wenn du Urlaub hast, du sollst nicht über andere nachdenken, dass sie gerade keinen Urlaub haben, du sollst nicht über andere nachdenken, was die gerade vielleicht tun, machen müssen, weil du bist so eine typische Antenne, die hier auf die Erde gekommen ist, wo es einfach nur wichtig ist, dass du da bist. Ja, manchmal könnte man fast sagen, du hast gar keine richtige Funktion, außer einfach nur zu existieren. Und deswegen, hier haben wir so dieses da liegen und vor sich hin brubbeln. Und es kann sein, dass hier manche sagen, oh ja, ich habe aber einen Job, der ist anstrengend. Nimm den Job nicht zu ernst, arbeite nicht zu viel, gib nicht zu viel Energie in alles. Ich will jetzt nicht sagen, lass alles stehen und liegen, das meine ich nicht. Aber es gibt Menschen, und ich fühle, dass manche von euch dazugehören, die machen in ihrem Job mehr, als sie sollten, kriegen es weder bezahlt, noch gewertschätzt, noch gedankt. Und sie können weniger machen, wenn sie endlich kapieren, dass ihr Wert nicht davon abhängt, ob jemand dich lobt, ob jemand sagt, oh ja, das hast du getan. Teilweise ist es ja sogar so, dass Menschen wie ihr, die viel tun, noch nicht mal, dass das gesehen wird, sondern dass es als selbstverständlich gesehen wird und dass bei euch die Wertschätzung eigentlich überhaupt gar nicht kommt. Und das tut dann sogar noch mehr weh. Und ich kann dir jetzt schon sagen, nur weil ihr Wesen seid, die Dinge können, heißt es nicht, dass ihr machen müsst. Das soll ich euch sagen. Ja, ihr habt so ein, deswegen die Wassermann-Energie. Ihr seid hier für die Menschen oder nicht für die Menschen, aber für dieses Gemeinwohl. Hallo Mimi. Sie will auf ihr Kissen.
Na los, dann mach Platz. Geh auf dein Plätzchen. Mach's dir gemütlich. Wir bringen hier wieder ein bisschen Ordnung rein. Was bist du am Putzen? Bist du am Putzen? Am Schnaufen bist du. Genau, wo war ich? Ah ja, allgemein gut. Also du bist jemand, der möchte eigentlich hier einen Fortschritt bringen. Und stell dir das jetzt mal vor, das ist wie, kennt ihr das so bei den Superheldenfilmen, wenn die dann irgendwie so einen Anker nach oben schießen und das hält dann irgendwo fest, das ist wahrscheinlich beim Klettern ähnlich, und das hält dann fest und dann kannst du dich an diesem Seil hochziehen. Ja, bei Batman ist das, glaube ich, auch so, dann zieht er sich dann immer so eine Wand hoch. Und wenn da ganz viele von euch sind, die überall fest, also die sozusagen diesen Halt bieten, dass eine Energie kommen kann, die sich dann so wie festhaken kann, um dann hier auf die Erde zu kommen, dann wird auch ein Fortschritt kommen. Aber ihr müsst halt diese Plattform bieten, dass die Energie überhaupt hier andocken kann. Ihr seid so, dass ihr seid dieses Geländer oder ihr seid der Baum oder ihr seid das, wo derjenige sich festhaken kann. Und deswegen habe ich das Gefühl, seid ihr manchmal auch so Wesen, die danach suchen, irgendwie auch selber Halt zu finden. Vielleicht seid ihr sehr verloren, vielleicht geht bei euch alles oft drunter und drüber, vielleicht seid ihr schon oft umgezogen, habt verschiedene Jobs gehabt oder immer wieder löst sich was, immer wieder ändert sich was, weil das Leben sagt, okay, und jetzt schicken wir dich noch in die Stadt oder an den Ort, weil jetzt wollen wir wieder da, dass du der Anker bist, damit die Energie darunter geschossen werden kann. Und ihr selbst habt das aber vergessen, ihr habt das irgendwie nicht so bewusst auf dem Schirm und ihr versteht euch nicht, warum, also ihr versteht nicht, warum das Leben euch ständig von A nach B schickt und ihr denkt, mit euch stimmt was nicht oder die Gesellschaft erzählt euch auch, na, man kann ja nicht einen Job ständig wechseln oder man kann auch nicht ständig krank sein oder man kann auch nicht ständig irgendwie arbeitslos sein oder man kann auch nicht sein Studium fünfmal wechseln oder was auch immer. Und dann gibt es weil die das von der Energie nicht kennen, bei denen sind noch andere Aufgaben und die wollen halt, dass alle Menschen gleich sind und die wollen, dass für jeden der Ablauf gleich ist. Und dann machen die dein schlechtes Gewissen und wollen dir das Gefühl geben, dass du unnütze bist und du bist ganz und gar nicht unnütze. Und das soll ich dir hier sagen. Ja, weil ich sag ja, ihr seid wie diese Anker und die Energiebällchen kommen so nach unten. So dieses, das wird angezapft. Ihr zapft diese Energie an, die zu euch kommt und die ihr dann aber auch weitergeben könnt hier auf dieser Erde. Es ist so, ihr seid wie solche Mönche oder wie Energiequellen, die hier, ja, ein bisschen rumwabbern. Aber das Ding ist, ihr habt nur eine begrenzte Energie im Sinne von menschlich und ihr bekommt aber regelrechte Energieströme. Also kann es auch Phasen geben, wo ihr euch überwältigt fühlt oder wo auch mal Krankheitsphasen kommen, die ihr euch nicht erklären könnt, weil da eben bestimmte Energie durch euren Körper zum Beispiel geht, den der Körper vielleicht im ersten Moment nicht so gut verkraften kann, weil er nicht dafür so zu 1000% gemacht ist. Aber das liegt daran, dass ihr vielleicht noch nicht gelernt habt oder für euch verstanden habt, dass ihr die Energie weitergeben müsst, loslassen müsst oder fließen lassen müsst, weil eben euer Kopf euch zum Beispiel erzählt, ihr müsst jemand Bestimmtes sein oder ihr müsst eine bestimmte Funktion haben oder ihr müsst das und das erreichen. Und dann kann man manchmal wie diesen Kanal schließen und ihr sollt jetzt gerade hören, dass dieser Kanal offen bleiben soll. Indem ihr euch nämlich wertschätzt und euch sagt, ich habe eine Funktion, ich bin sinnvoll, mir egal, was ihr da denkt. Ja, ihr sollt euch schonen. Selbst wenn ihr vielleicht schon jemand seid, der sagt, ich schone mich doch schon, oder mir wird ständig gesagt, ich schlafe zu viel oder ich mache zu wenig. Anscheinend ist es nicht genug, ihr dürft ruhig mehr machen. Ja, ihr seid auch hier, um Dinge aufzulösen. Wenn immer ganz viele davon reden, ja, es steht eine neue Zeit an und da wandelt sich jetzt was, ein neues Zeitalter. Ja, das liegt aber auch an Energien wie euch, ja, weil ihr da seid. Das liegt nicht daran, dass auf einmal junge Seelen bekehrt werden und auf einmal sich wandeln, sondern es liegt eher an den Seelen von euch, die hier sind, die ganze Zeit durchhalten, nicht zusammenbrechen, ihr Leben sozusagen dafür hier opfern, das zu tun. Und es ist euch zu verdanken, dass hier Fortschritte stattfinden. Selbst wenn es erst langsam geht, aber es finden welche statt und ihr seid dafür verantwortlich. Ja, ihr seid verbunden. Ihr seid verbunden mit dem Kosmos, ihr seid verbunden mit eurer Herkunftsort, ihr seid verbunden mit stark heilenden Energien und ihr seid aber auch verbunden mit vielen anderen Seelen hier auf der Erde. Ob ihr die kennt oder nicht, spielt keine Rolle. Ihr seid verbunden, ihr seid wie so ein, stell dir mal vor, du hast so ein Netz. Und das fliegt so, wie sie immer Fische fangen, ne? Das fliegt so und dann alles, was drunter liegt, gehört zum Netz. Und so seid ihr. Ihr seid wie so ein Riesennetz auf die Erde gekommen, ja?
Der eine mal an der Stelle, der andere an der Stelle. Ich glaube auch, wenn wir jetzt alle gehen würden, also alle, sagen wir, alle alten Seelen, alle Sternwesen würden zur selben Zeit den Körper verlassen, dann würden wir alle da oben feststellen, dass diese Inkarnationsunterschiede, also dass jetzt zum Beispiel jemand, was weiß ich, 1955 geboren ist und jemand, der aber 1979 geboren ist, dass das eigentlich nur ein paar Sekunden Unterschied sind von der Inkarnation her. Also dass jemand da oben rein theoretisch nur ein paar Sekunden länger wartet und halt in einer anderen Zeit inkarniert ist und dass da gar kein großer Unterschied ist. Wenn nämlich dann jemand sagt, boah, ich bin hier auf der Erde schon, was weiß ich, 20 Jahre länger als du, ist es gefühlt seelentechnisch nur ein Mini-Unterschied, was den Sprung angeht. Hier auf der Erde ist es ewig, so ungefähr, aber da oben fühlt sich nur ganz kurz an. Also sind wir alle zu einer ähnlichen Zeit gesprungen und auch die, die noch kommen werden, fühlen sich an, als ob sie nur ein paar Sekunden später gekommen sind. Ja, ihr seid Begleiter und ihr habt aber auch Begleiter. Ihr habt die ganze Zeit Begleiter, weil die wollen natürlich, dass ihr da bleibt, dass ihr nicht aufgebt. Die sind so wie, hey, wir wissen, es ist schwer, aber ihr schafft das, wir sind für euch da. Auch wenn sich das nicht immer so anfühlt, ihr seid nicht alleine und ihr macht es gemeinsam mit den anderen und ihr gehört zu einer Gruppe. Auch wenn ihr euer Leben lang vielleicht nie zu einer Gruppe gehört habt oder nie irgendwo Teil von etwas seid, ihr seid ein Teil einer Gruppe, einer viel größeren, mächtigeren Gruppe, als ihr es vorstellen könnt und ihr gehört dazu und nur weil ihr hier auf der Erde vielleicht keinen Anschluss findet, sollt ihr euch nicht traurig fühlen, weil ihr sollt gar nicht zu manchen Menschengruppen überhaupt hier auf der Erde gehören, weil die nicht dieselbe Aufgabe haben. Das ist ganz komisch. Es finden sich ja oft Menschengruppen, die ähnliche Ziele haben, die ähnliche Absichten haben. Und hier auf der Erde ist es aber, macht es nicht richtig Sinn, dass Seelen wie du massig auf einem Ort wären. Da würde energetisch ganz schön viel passieren, fast schon wie so eine Verbrennung würde ich das fast nennen. Und deswegen ist es wichtig, dass sie alle irgendwo verteilt sind, dass sie alle wie so ein Streuselkuchen überall ein paar Krümel sind. Und das heißt nicht, dass es immer so sein muss, aber momentan ist es das Wichtigste. Und deswegen auch in verschiedenen Ländern, auf verschiedenen Kontinenten und auch in einem Land, in verschiedenen Regionen. Und deswegen können sich Seelen wie du auch oft nicht mit anderen treffen oder nur wenig, weil jeder genau diese Aufgabe von euch hat und deswegen die Begegnung momentan nicht im Fokus steht. Also hab keine Angst, sei nicht traurig, vertraue darauf, dass sich das noch lösen wird und vertraue darauf, dass deine Aufgabe auch immer mehr erledigt wird, je mehr du siehst, wie nützlich du bist. Okay, meine Lieben, das war's, was ich euch für Pein Nummer 2 sagen soll. Falls ihr euch noch zu einem anderen Pein hingezogen fühlt, schaut den gerne an. Ansonsten auf meiner Website könnt ihr ein Reading bei mir buchen und falls ihr mir eine Spende zukommen lassen wollt, dann habe ich einen PayPal-Link in der Infobox oder auf meiner Website und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben, bis dann. Hallo, Pein Nummer 3, ihr habt den Malachit gewählt und wir gucken mal, was bei euch hier durchkommen soll. Okay. Also ihr fühlt euch oft kleiner, als ihr euch fühlen müsstet. Ihr seid nämlich hier fast, man könnte eigentlich sagen, ihr seid dieser große Baum, ihr seid diese alte, weise Seele, ihr seid schon oft auf den verschiedensten Planeten inkarniert. Ihr habt schon verschiedenste Sachen durchlaufen. Ihr seid auch sehr stark und stabil. Und ich habe manchmal sogar das Gefühl, ihr seid ein bisschen zu groß für die Erde. Also das heißt, eure Energie quetscht sich in diesen kleinen Minikörper rein und ihr fühlt das manchmal auch, als ob ihr wie ausbrechen wollt, als ob ihr euch vielleicht manchmal auch eingeengt, eingezwängt, als ob ihr nicht aus euch ausbrechen könnt. Vielleicht habt ihr auch manchmal das Gefühl, der Job, die Beziehung, die Familie, der Ort, an dem ihr lebt, dass das euch einengt. Und das ist, kann ich euch sagen, nicht nur der Ort, die Beziehung oder der Job oder was auch immer, sondern es ist auch, dass ihr mit dem Körper manchmal nicht zurechtkommt, dass da etwas in euch ist, was einfach keine Lust mehr hat, in so einem kleinen Körper zu sein. Und vor allem, je bewusster ihr werdet, je mehr ihr euch mit euch auseinandersetzt, umso bewusster wird euch irgendwann auch, wie stark ihr seid, wie kraftvoll ihr seid, wie mächtig ihr seid und wie klein ihr euch immer gemacht habt, ja. Und dass das eigentlich euch überhaupt nicht gut tut. Ja, ihr seid stark verbundene Wesen. Also gerade so die Fische-Energie, auch emotional. Ihr könnt sehr viel in anderen lesen. Ihr fühlt sehr stark. Ihr habt eine ganz, ganz starke Energie, was das Übernatürliche angeht, was das Verstorbene angeht. Ihr wisst, dass es nach dem Tod für euch weitergeht. Ihr wisst, ihr müsst keine Angst vor dem Tod haben. Ihr findet es nur schade, wenn Menschen, die ihr liebt, frühzeitig gehen, weil ihr halt weitermachen müsst hier alleine. Und das fällt natürlich nicht so leicht und das kann ganz schön
schmerzhaft für euch sein. Aber ich glaube, ihr seid Wesen, die noch nicht richtig ihre Größe erkannt haben. Die immer noch denken, sie sind einfach nur, was weiß ich, die Frieda im Blumenladen, die ihre Blumen da macht. Und ihr habt noch nicht verstanden, dass jedes Mal, wenn ihr einen Blumenstrauß bindet, da Magie betreibt und energetisch die Frequenzen ändert und diesem Menschen etwas gebt, oder wenn ihr irgendwo was kocht und ihr gebt jemandem was, dass das wie so eine kleine Hexenküche ist und ihr energetisch denen auch wieder was mitgebt, oder wenn ihr im Einzelhandel seid und ihr seid an der Kasse und ihr berührt die Ware, dann gebt ihr diesen Menschen andere Energien mit und bei denen wird wiederum was verändert, oder ihr habt Berührung mit Kindern oder wo auch immer ihr zu tun habt, eure Begegnung, eure Energie verändert die Frequenz von bestimmten Menschen, sogar von narzisstischen Menschen, nicht, dass die auf einmal heilen, aber es ist fast so, als ob ihr sagt, die könnten schlimmer sein, die könnten brutaler sein oder die könnten noch, und ihr mildert es ein Stück ab. Also auch jeder von euch, der zum Beispiel bei einem Narzissten aufgewachsen ist, der Brutalität erlebt hat, der extremen Schmerz erlebt hat, ihr habt energetisch etwas bewirkt, auch wenn sich das jetzt komplett blöde anhört, aber ihr habt energetisch bewirkt, dass es nicht noch schlimmer wird. Ihr habt dafür gesorgt, dass es nicht komplett ausartet. Ihr habt, weil ich habe auch gerade diese also mir wird gerade ganz deutlich so vor, ich habe lauter Bilder vor Augen und die sind so wie, auch wenn sich das blöd anhört, weil es schon schmerzhaft war und man soll ja nicht sagen, boah, ey, ja, einen schlimmeren Schmerz gibt's immer, aber das wart ihr. Ihr habt dafür gesorgt, dass es nicht schlimmer geworden ist. Nicht derjenige war's, weil er nicht so schlimm war, sondern das wart ihr. Und wenn manche von euch so aufgewachsen sind und eben nicht bei Narzissten aufgewachsen sind, aber vielleicht auch Probleme hatten, auch ihr habt Dinge abgemildert. Egal wann in eurem Leben Schmerz war, Leid passiert ist, habt ihr dafür gesorgt, dass es nicht noch eskaliert, noch mehr eskaliert ist. Und ich weiß, das ist eine harte Pille, weil ich selbst kenne das. Ich will das manchmal auch nicht hören, weil ich dann denke, heißt das jetzt, das war nicht schlimm oder was? Soll das jetzt etwa runtergespielt werden? Auf gar keinen Fall. Es ist trotzdem schmerzhaft, es ist trotzdem leid, es ist trotzdem nicht in Ordnung. Ich soll dir nur sagen, dass du unheimlich mächtig warst, so eine kraftvolle, negative, brutale oder auch absolut abnormale Energie aufzuhalten, weil da gehört ganz viel Energie dazu, dass sowas abgewendet werden kann, beziehungsweise abgemildert werden kann. Und selbst wenn du sagst, ich wurde aber, da ist trotzdem was passiert, ich soll dir sagen, du hast das bereits getan. Und du sollst diese Kraft in dir sehen und du bist sogar zu noch mehr fähig. Und du sollst jetzt natürlich nicht die Bösewichte der Welt aufhalten, weil das ist nicht deine Aufgabe. Aber du sollst verstehen, dass du schon immer mehr Macht hattest, als dir bewusst war. Viel mehr Macht. Ja, du bist jemand, der hat definitiv extrem viel Wissen, extrem viel Weisheit, extrem viel auch erleuchtende Energie in sich. Und wisst ihr, was ich immer beim Hohepriester oder bei ihm jetzt hier speziell fühle? Er beleuchtet andere, sodass sie nicht mehr so stark im Schatten sein können und dass sie nicht mehr so stark in ihrer Wut, in ihrer Trauer, in ihrer Angst sein können. Und selbst wenn ihr jemanden habt, ja, ich nehme jetzt einfach mal, ihr habt zum Beispiel einen narzisstischen Ex, der euch das Leben zur Hölle macht, weil ihr Kinder mit dem zusammen habt und es ist furchtbar, wie der mit euch umgeht, wie der manipuliert und. Ihr habt aber trotzdem so eine kraftvolle Energie, dass der letztendlich nicht gewinnen wird und dass der letztendlich auch nicht euch wirklich schaden kann und dass auch die Kinder nur das erfahren müssen, was für sie wichtig ist. Und teilweise müssen sie manchmal Schmerz erfahren, damit sie was, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendjemand Gewalt erfahren soll, auf gar keinen Fall. Aber es ist so dieses, durch Schmerz erfährst du Grenzen, durch Schmerz erfährst du, wer du bist und wer du nicht sein willst und wo dein Leben hingehen soll. Und du bist so jemand, wenn du endlich in diese Energie auch reingehen würdest, sehen würdest, wie stark du bist und nicht einfach nur so sagen würdest, ja, nee, das klingt zu gut, das klingt zu schön, das ist, was ist ich denke mir das anscheinend aus, wenn du endlich mal verstehen würdest, dass du nicht nur diese Frau oder dieser Mann gerade bist und dass da so viel mehr in dir steckt und dass du eine absolute Bereicherung für diese Erde bist und dass du schon so viel auch bewirkt hast und dass du endlich dir selbst auch mal diese Anerkennung geben könntest und auch in Zukunft, selbst wenn es eine Sachen sind, die für dein Auge unsichtbar sind, sollst du aber endlich anfangen zu sagen, naja, warum sollte ich denn inkarniert sein, um einfach nur mal hier da zu sein und mal eine Runde schwimmen gehen zu wollen? Also dafür, glaube ich, hast du dir das hier nicht angetan. Und deswegen sieh, dass du ein Ziel hattest, dass deine Seele ein Ziel hatte. Ja, wahrnehmen. Ja, du sollst das endlich wahrnehmen.
Endlich wahrnehmen, wer du wirklich bist. Und du musst noch gar nicht mal wissen, ob du einen Namen hast oder ob du von einer bestimmten Energie kommst. Verstehe einfach nur, dass es eine mächtige Energie ist. Ja, dass du auch hier bist, um dein Karma abzuarbeiten. Ich habe auch das Gefühl, und Karma ist ja nicht immer nur negatives Karma. Karma kann ja gutes und schlechtes Karma sein. Und ich habe das Gefühl, viele von euch kommen nicht nochmal wieder. Das ist ihr letztes Mal oder das ist vielleicht das vorletzte Mal, aber ihr seid so, bei euch geht es nicht darum, dass ihr Karma hier auf der Erde direkt aufgebaut habt, sondern ich habe fast das Gefühl, das ist wie anderes Karma. Es ist wie, ihr wollt auf einem bestimmten Planeten zum Beispiel und da ist eine besondere, coole Schule, auf die ihr gehen wollt, um was zu lernen. Aber ihr müsst vorher Schule Erde gerade absolvieren, gerade diesen Express-Schnellkurs machen, um dann auf diese Schule auf dem anderen Planeten gehen zu können. Und das ist das, was ihr hier gerade abarbeitet und das ist das, was ihr hier gerade macht. Und ihr sollt gar nicht euch so sehr auf die Erde fokussieren und denken, oh, wie kann ich die retten, oh, wie kann ich das jetzt machen, oh, wie kann ich endlich alles. Es reicht, dass ihr da seid, es reicht, dass ihr schon Dinge abmildert, dass ihr hier schon wie so ein Stopp, ihr seid wie so Stopper. Ihr seid wie so weiche, flauschige, bauschige Stopper, in die man reinfahren würde und der Aufprall ist bei weitem nicht so schlimm, weil ihr es abgemildert habt. Das sehe ich bei euch. Und es hört sich wahrscheinlich nicht so galant und wunderschön an, aber das macht ihr hier und ihr macht es freiwillig und ihr macht das, weil ihr danach noch einen Plan habt. Also ihr wollt eigentlich nach diesem Leben, habt ihr ein bisschen was vor. Und ich glaube, manche sind noch ungeduldig und wollen das jetzt schon anfangen. Ja, verzeih dir auch selbst für alles, was du über dich gedacht hast. Verzeih dir selbst über alles, wo du dich selbst abgemahnt hast, abgestraft hast, wo du hart zu dir warst, weil du neigst dazu, dich selbst ganz schön in die Mangel zu nehmen. Ja, gerade wenn du dich auch kleiner machst, wenn du andere über dir siehst, erfolgreicher siehst oder wenn du das Gefühl hast, dass da irgendwie, keine Ahnung, die Leute vielleicht das Leben im Griff haben, du sollst sehen, dass das absolut alles nichts mit dir zu tun hat, dass hier jeder individuell für sich gekommen ist und manche Seelengruppen eben zusammengehören und ähnliche Lebenswege machen und andere Seelengruppen gar nichts mit dir zu tun haben und auch parallel neben dir leben, aber da ist keine energetische Überschneidung. Ihr habt vielleicht miteinander zu tun, aber ihr Seelenplan ist ein ganz, ganz anderer. Und das heißt nicht automatisch, dass du irgendwas davon übernehmen musst. Es kann sein, dass du sogar jemanden in der Familie hast und du fühlst einfach, der ist nicht, der gehört nicht irgendwie dazu. Das ist nicht wirklich eine Absprache. Ihr habt oder das, was ihr abgesprochen habt, ist erledigt und du darfst weiterziehen. Oder du kannst sogar in einer WG leben mit jemandem und dein WG-Mitmensch, du merkst, der entwickelt sich in eine ganz andere Richtung oder du lernst ihn besser kennen, kriegst mit, oh, okay, nee, der hat eine ganz andere Aufgabe und dann trennen sich die Wege wieder. Ich habe das Gefühl, ihr seid so Seelen, die irgendwie noch dahinter kommen werden, wer sie wirklich sind. Ja. Und ich glaube, momentan ist auch nicht die Zeit dafür, alles zu wissen und alles zu mögen und alles toll zu finden. Du darfst Dinge auch ablehnen, du darfst Dinge auch doof finden und du darfst deinen Schmerz auch zeigen. Du sollst regelrecht auch deinen Schmerz zeigen, weil nur wenn man auch zeigt, was man für einen Schmerz hatte, zeigt man auch in der Welt auf, was hier nicht richtig läuft. Weil wie kannst du der Welt sagen, hier soll sich was verändern, wenn man nicht irgendwo auch Schmerz zeigt oder Verletzlichkeit zeigt? Weil angenommen, du erzählst, ja, und dann bin ich in den heißen Topf reingegangen und ja, dann habe ich einfach meine Hände im kalten Wasser abgewaschen und ach ja, das ist halt passiert. Dann würde jeder denken, ah, okay, der war in dem heißen Topf, naja, gut. Aber sagst du dann, ich habe da meine Hand in diesen heißen Topf getan und ich habe mir die Hand verbrannt und meine Haut und es sind Blasen entstanden und ich konnte tagelang, wochenlang die Hände nicht benutzen und das musste ich zum Notarzt und. Und es geht nicht um die Dramatik, aber viele von euch neigen dazu, da ihr Puffer seid und vieles gepuffert habt und viele, sag mal, Täter abgemildert habt in ihrer Tat, also dass ihr schon viel sozusagen gestoppt habt in diesem Leben oder vielleicht auch euch schützend vor andere gestellt habt, damit denen das nicht passiert, neigt ihr halt dazu, eure Dinge, die ihr erlebt habt, auch als weniger schlimm zu betrachten und dadurch redet ihr dann über den heißen Topf, als wäre es nichts, weil ihr ja habt das ja alles ertragen und ihr habt ja, ja, so ist es halt. Aber wenn eure Verletzlichkeit nicht zum Tragen kommt, dann ist auch die Wirkkraft von euch nicht so intensiv und ihr dürft ruhig, ihr dürft auch mal jammern, ihr dürft auch mal sagen, wie doof alles ist, ihr dürft diesen Schmerz rauslassen, weil ihr neigt leider dazu, zu stark teilweise sein zu wollen und das wird euch irgendwann das Genick brechen und das wollt ihr nicht und das sollt ihr nicht, weil ihr seid hier, um Schmerz bei anderen zu heilen, also dürft ihr auch euren eigenen Schmerz heilen, aber ihr müsst ihn dann auch sehen, ihr müsst ihn dann auch wahrnehmen und ihr müsst ihn dann auch ernst nehmen, ihr könnt nicht die ganze Zeit so tun, ob alles okay ist, ja, also
seid da lieber mit euch. Und das soll ich euch nämlich auch gerade sagen. Okay, meine Lieben, das war's zu Pal Nummer 3. Falls ihr euch zu einem anderen Pal hingezogen fühlt, schaut euch sehr gerne an. Falls ihr ein Reading buchen wollt, geht gerne auf meine Website, da findet ihr das, mein Shop. Und falls ihr mir eine Spende zukommen lassen wollt, dann findet ihr das als PayPal-Link in der Infobox oder auf meiner Website. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Hallo, Pal Nummer 4, ihr habt den Baum Achat gewählt und wir gucken mal, was bei euch hier durchkommen soll. Okay, ich höre die Trommel, ja, so dieses, ihr seid, also zum einen fühle ich, dass einige von euch hierher gekommen sind, um eine gewisse Aura, Stimmung, Energie zu verbreiten. Ihr bringt sehr Altes, ihr bringt Tradition, ihr bringt aber auch Veränderung. Ich hab das Gefühl, ihr habt so was Uriges, ihr habt was Mystisches, ihr habt so auch was Unheimliches. Ihr wärt so typisch Schamane, Regentanz, Kräuterhexe. Ihr habt so, ihr könnt musizieren mit dem, ihr könntet so ein das Wetter herbeirufen oder das Wetter verändern. Ihr seid, könnt mit den verstorbenen Geistern reden. Ihr habt so was unheimlich Mystisches und ihr seid auch so die guten Seelen der Erde, habe ich das Gefühl. Ihr habt so was Unheimliches. So mit einem Bein seid ihr immer in der anderen Welt. Ihr habt so dieses, ihr seid einfach schon von Geburt an verbunden mit der anderen Welt und ihr seht und hört Dinge, die andere nicht so wahrnehmen können. Ja, und das könnte sogar sein, dass manche von euch das schon zum Beruf gemacht haben oder eben noch zum Beruf machen werden. Aber das ist sowas auch im Alltag. Das ist so, Poltergeist, das ist für euch schon normal. Oder ein Geist, der irgendwo lang huscht, das ist schon fast normal. Also da ist etwas, das sucht immer eure Nähe, weil es weiß, dass ihr ein super Kommunikationsmedium dafür seid. Ihr helft denen auch. Ihr seid Lichtquelle für die. Gerade stell dir mal vor, du stirbst als jüngere Seele und du bleibst an der Erde noch heften, weil du eben nicht in die nächste Inkarnation gehst oder nicht woanders hingehst. Und du bleibst sozusagen als Energiewesen noch hier auf der Erde. Hast all deine Gefühle noch, bist noch vielleicht in der Wut, in der Frustration, Trauer, wie auch immer. Und du weißt noch nicht so richtig, wohin mit dir. Dann suchst du immer Lichtkörper. Und diese Lichtkörper seid ihr. Ihr seid diese Lichtkörper, die aufgesucht werden. Das ist, ihr seid wie ein schönes Lagerfeuer. Ihr seid das Licht im Dunkeln, wo jemand sagt, oh Gott, ich kann nicht sehen, zum Licht gehe ich, da geht es mir besser, da wäre ich gewärmt. Ja, also falls ihr euch das mal auch angucken wollt, ich glaube, in manchen meiner Ouija-Brettsitzungen, die ich ja habe, ich habe ja, glaube ich, 11 Stück oder so, in irgendeinem, ich weiß nicht mehr wer, da erklären sie sogar, wie die Geisterwelt funktioniert und wie die Geister eben zu manchen sich begeben und genau den Kontakt suchen. Und ihr seid diese Menschen. Auch wenn euch das jetzt vielleicht Angst bereitet, ich glaube, dass manche von euch Vorprägungen haben durch Geschichten, die erzählt wurden, durch vielleicht auch narzisstische Personen in eurem Leben, die euch Angst machen wollten, die euch sagen wollten, dass da nur Böses herrscht und dass man vor Bösen sich schützen muss. Ich habe aber das Gefühl, ihr habt eigentlich so eine starke Energiequelle, dass selbst das Böse bei euch nicht mehr böse sein kann, sondern sich vom Licht angezogen fühlt und ihr eigentlich dafür sorgt, dass sie nicht mehr so lange hier auf der Erde walten und schalten und dass sie sich auflösen oder beziehungsweise, dass sie heilen können, weil ihr so eine liebevolle Energie habt. Das ist ganz oft so, auch wenn sie mal sagen, oh, du musst aufpassen, dass in der bösen Welt da nicht was ist. Das sind oft Geister, die ihre Gefühle hier auf der Erde auch nicht unter Kontrolle hatten, die das erste Mal nur noch Energie sind und nur noch mit ihren Gefühlen und Energien zu tun haben und die sind sowas von überfordert, sowas von genervt. Stell dir mal vor, jemand, der wie Migräne hat, Licht, Geräusch, berührungsempfindlich ist, sich am liebsten nur noch in ein kaltes Zimmer, das dunkel ist, ins Bett legen will mit einer Decke drüber und nichts, noch am besten noch irgendwie so geräuschreduzierende Kopfhörer auf hat. Und so ungefähr fühlen sie sich an, solche Geister. Die sind genervt von, wenn Häuser umgebaut werden, die sind genervt von den Menschen, die da sind, die sind genervt von Gerüchen, die sind von allem Möglichen. Ja, stimmt, ein Migränepatient ist ja auch noch geruchsempfindlich. Also so musst du dir das vorstellen, das sind Poltergeister, das sind diese, wo sie immer sagen, die Dämonen, was eigentlich auch nur übersetzt Geist bedeutet. Und die sind wie motzige, mürrische, die morgens ihren Kaffee nicht gekriegt haben, die Hunger haben. Und
Natürlich sollst du mit denen keinen Kontakt aufnehmen und natürlich soll man die auch bei einer Ouija-Brett-Sitzung nicht für sich holen. Aber die haben meistens auch gar keine Lust, mit dir zu reden, gerade wenn du energetisch mit Geistern dich verbindest, die gut für dich sind, die beschützend auf dich aufpassen. Ich finde, jeder sollte einen schönen Hausgeist haben, einen schönen Wohnungsgeist haben, sich mit jemandem anfreunden, der da ist, so dass ein Platz schon vorhanden ist, wie so ein Wächter. Und ich glaube, dass ihr genau die sein könnt. Ihr könntet zu Menschen gehen und sagen, oh ja, in deinem Haus, da spukt es ein bisschen, da gibt es zwei, drei Geister, die sind absolut liebevoll, beschützend und die solltest du nähren und unterstützen und den anderen solltest du sozusagen die Tür weisen, beziehungsweise die nicht mehr ermächtigen. Und wir haben aber nie gelernt, mit Geistern umzugehen, sondern wir sagen immer nur Geister unheimlich, okay, das war's. Wir haben aber nicht gelernt, dass bestimmte Geister auch dafür da sind, weil sie den Ort beschützen, weil sie die Geschichte dort beschützen, weil sie vielleicht auch energetisch da sind zum Ausgleich. Und ihr seid Menschen, die können das in die Wirklichkeit umsetzen und Menschen helfen. Ja, ihr bekommt es auch hin, dass die Dunkelheit nicht mehr böse ist, dass die Dunkelheit nicht mehr gruselig ist. Ihr seid Menschen und wenn ihr zum Beispiel sehr viel Angst vor der Dunkelheit habt, weil, oder auch vor Geistern habt, wenn ihr genau den Peil gezogen habt und gesagt habt, nee, nee, mit Geistern kann ich gar nicht, dann ist das vor allen Dingen euer Peil, weil ihr durch irgendwas gelernt habt, Geistern nicht zu vertrauen. Und wenn das euer Umkreis war, der euch auch keine Stabilität und Halt gegeben hat, weil ganz oft sind die Menschen, die fähig sind, mit Geistern zu kommunizieren oder Geister wahrzunehmen, die haben ganz oft ein nicht so stabiles soziales Umfeld. Und das ist das, warum ihr dann vor Geistern wegrennt, weil ihr sagt, nee, das will ich nicht noch extra. Also es ist bei mir schon nicht stabil, ich bin schon nicht stabil, da will ich nicht noch irgendwas, was ich nicht mal richtig kontrollieren kann. Und genau das ist es aber. Oft ist es nämlich, dass es zu einer Zeit kommt, wo so mal angedockt wird, wo euch gezeigt wird, hier, wir existieren. Und dann wünschen sie sich eigentlich, dass du irgendwann anfängst, einen Alltag zu machen, eine Routine zu machen, eine Stabilität da reinzubringen und das in deinem Leben zu integrieren, weil oft sind es Helfer, oft sind es auch schützende Geister, oft sind es auch Ahnen, es können Naturgeister sein, es können Elementarwesen sein. Sehr oft sind es eigentlich für dich unterstützende Energien und gar nicht so stark mürrische, grumpy, wütende Energien. Die können im Leben sein, die können manchmal sogar schwingungsgleich mit dir sein, wenn du sehr stark noch im Schmerz bist. Aber da gibt es auch Wege, sich von denen fernzuhalten. Ja, wenn du dich nicht als Last empfindest, das ist zum Beispiel sowas. Wenn du anfängst, dich selbst auch zu wertschätzen und dich nicht als Last anderen Menschen gegenüber empfindest, das ist ein großer Schritt. Wenn du auch dich, ich glaube, dich nicht immer als Individuum alleine siehst, sondern siehst, dass es immer jemanden geben wird, der an deiner Seite ist, ob das deine Geistführer sind, deine Schutzengel sind, du bist nie alleine. Du wirst immer jemanden haben, der an deiner Seite steht. Ich habe auch das Gefühl, Familienenergien werden immer da sein. Und zwar die Energien, die dich auch wirklich lieben, die fühle ich hier ganz stark. Ja, du bist irgendwie, das fühle ich die ganze Zeit. Du bist schon immer ein Wesen, was nie alleine einkaufen geht, was nie alleine irgendwo arbeiten ist, sondern du hast immer deine Geister, die mit da sind. Oder du kommst an eine Arbeitsstelle und automatisch fühlst du, erahnst du die Geister oder die Geister suchen dich auf. Du bist so, du. Ich weiß nicht, du bist wie bei Ghost Whisperer in der Serie. Ob du sie siehst oder nicht, sei dahingestellt, aber du fühlst energetisch, dass du immer irgendwie nie alleine bist, dass du immer irgendwo beobachtet bist. Es kann sogar sein, dass du denkst, du wirst verfolgt oder du wirst ständig beobachtet. Und es kann sogar sein, dass du das manchmal Menschen zuschreibst, dass Menschen dich beobachten, aber eigentlich sind es eher die anderen Energien, die dich beobachten und gar nicht so die Menschen. Und du packst es aber auf die Menschen, weil das das einzig Logische für dich ist. Die Menschen spüren nur deine Energie auch und deswegen kann es sein, dass der ein oder andere dich mehr sieht oder fühlt oder du mehr im Fokus warst, weil sie eben auch merken, irgendwas hast du an dir, was nicht kontrollierbar ist, was auch ein bisschen unheimlich ist. Ja, du bist, das ist es, ihr seid solche Wesen, die sind so super unschuldig. Also das ist so, bei euch fühlt man, dass ihr eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, keiner Mücke was jemals antun könntet, aber ihr habt jedenfalls nicht die Absicht, aufgrund von Gewalt, Wut, Schmerz, irgendjemandem zu schaden. Ihr habt diese Gefühle auch und ihr habt auch schon Leid erlebt und ihr wolltet euch auch wehren und das ist auch euer gutes Recht. Aber ich spüre bei euch, dass ihr einfach niemandem was neidet, dass ihr so vielen Menschen gönnt, dass ihr eigentlich immer für alle da sein wollt am liebsten und dass ihr ein absolut reines und liebevolles Herz habt und dass ihr vielleicht dann manchmal sogar denkt, ihr seid verflucht, dass Geister euch aufsuchen und dass ihr denkt, vielleicht stimmt was mit euch nicht und bei guten Menschen passiert es nicht. Oder in Anführungsstrichen bei bösen Menschen passiert es nicht, aber ich kann dir sagen, in Anführungsstrichen böse Menschen bekommen Geister, sogar viele Geister, und die kriegen die meistens nur nicht mit.
Oder die haben dann so eine Angst davor, dass sie das wie abschalten und gar nicht in ihr Leben lassen. Und viele von denen werden heimgesucht. Viele von denen haben Geisterbegegnungen und die nehmen die aber nicht als das wahr. Die sehen die als rational. Die sagen, ach, das war nichts, das war nur das Licht da drüben. Oder ach, wer weiß das, was runtergefallen. Ach, das stand vielleicht nicht richtig. Die haben immer Erklärungen für alles. Und die wollen das nicht an sich ranlassen. Aber die haben auch Begegnungen. Nur haben die halt so eine Angst, die würden nie den Zugang wie du legen können und verstehen können und heilen können. Und du hast aber dieses Magische an dir. Und dieses Verstehende und du hast wie so ein Seelenbalsam. Ich habe das Gefühl, du tust unheimlich vielen Menschen gut und du tust auch der Geisterwelt gut und du sollst es mehr für dich verinnerlichen. Ja, egal, ob du da jetzt einen Beruf draus machen kannst oder nicht, aber angenommen, du bist jemand, der ist in der Pflege oder also Altenpflege, dann hast du mit Geistern zu tun, weil da geht es auch um den Tod. Oder du hast mit der Medizin zu tun, da geht es auch um den Tod. Bestatter, ja. Es kann aber, wie gesagt, auch was Spirituelles sein, wo es auch immer letztendlich um den Tod, um die Anderswelt geht. Du bist jemand, der ist, wie gesagt, immer mit dem einen Bein in der anderen Welt. Und das ist etwas, das fühlt man bei dir. Vielleicht hast du es selbst schon festgestellt, vielleicht auch nicht. Und du konntest dir nie erklären, was mit dir falsch ist oder was mit dir anders ist. Aber das soll die Erklärung dafür sein, dass du dich besser verstehen lernst und dass du auch lernst, das Dunkle zum Freund zu machen, also die Dunkelheit und nicht, weil man sagt immer, die Dunkelheit und das Licht, es gehört beides zusammen. Und die Dunkelheit ist auch gleichzeitig dein Freund, die Ruhe, die Stille. Weil wenn ich ein Geist wäre, ich würde auch in die Dunkelheit gehen, weil da fühle ich mich wohler als im Licht, wo alle Menschen sind und wo es hell ist. Ich würde mich auch zurückziehen. Ich würde auch in der Ecke irgendwo stehen und lieber beobachten. So typisch Introvert, also introvertierter Mensch. Ich würde auch in der Ecke stehen und die Leute lieber beobachten. Und jemand würde denken, oh, die da drüben ist komisch. Ja, die glotzt nur. Und so sind Geister oft. Die stehen irgendwo und glotzen nur. Und du sollst lernen, diese Energien als auch Unterstützung zu sehen, auch wenn wir immer sagen, Geister ziehen von uns Energie. Geister können aber auch Transmitter sein und Energie weitergeben. Vor allen Dingen die richtigen Geister. Und das ist, glaube ich, etwas, das wird sich in nächster Zeit bei dir noch zeigen. Ich glaube, das hat auch was mit dem Zeitgeist zu tun. Wir sind gerade in eine Zeit reingeboren, wo so ein Geisterding eher als Hokuspokus und Spuk abgetan wird und als lächerlich und ja, ist witzig, hahaha. Und Leute drehen Horrorfilme und was auch immer, packen da aber nur Lügen rein. Also wenn ich mir einen Horrorfilm angucke, ich spüre regelrecht, es schreit in mir, wie falsch das alles ist, wie gelogen das ist und wie sie da eigentlich menschliche Züge drauf packen in dem Moment. Und das hat nichts mit der Realität zu tun. Aber so ist es nun mal, Menschen schrecken gerne. Vor allen Dingen jüngere Seelen haben irgendwie das Bedürfnis, immer Horror sich reinzuziehen. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Aber es ist eben ihr Ding, sie wollen was fühlen, sie wollen Adrenalin, sie wollen ein bisschen, ne, dass da ein bisschen was ausgeschüttet wird. Das haben alte Seelen zu Genüge, die haben permanent Adrenalinschübe, die haben ständig irgendwelche Sachen, wo sie sich durchsetzen müssen, telefonieren müssen, aus sich rauskommen müssen, die haben das zu Genüge, die brauchen da nicht extra einen Horrorfilm. Und ja, ich soll dir nur sagen, dass du etwas mitbringst, was sich in den nächsten Jahren noch zeigen wird und wo du noch überrascht sein wirst, was da eigentlich durch dich noch durchkommt. Okay, meine Lieben, das war's zu Pein Nummer 4. Falls du dich noch zu einem anderen Pein hingezogen fühlst, schau dir den sehr gerne an. Ansonsten, wenn du ein Reading buchen willst, kannst du es gerne auf meiner Website tun. Da habe ich einen Shop, da kannst du es direkt buchen, kaufen. Und wenn du mir eine Spende zukommen lassen willst, findest du das als Link in der Infobox oder direkt auf der Website. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.